Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier zurück bei Valhalla Assassin's Creed. Ich hoffe, euch fällt nicht auf, dass ich die Grafik einen Ticken, einen kleinen Ticken weiter runtergestellt habe. Hatte nämlich den folgenden Grund: Das Spiel hat geleckt in OBS. OBS, naja, ich habe nicht wohl gar nicht so viel Leistung für das ganze Gedöns hier und ich habe jetzt mal ein paar Sachen in OBS eingestellt. Wenn die Qualität nicht so gut sein sollte, tut es mir recht herzlich leid. Und die andere Sache ist, ich habe vorhin ein paar Sachen rumgestellt. Das Spiel wurde neu gestartet. Und somit, naja, sind wir jetzt wieder hier in dem Dorf. Und können es hier weiter aufräumen. Oder wieder anfangen aufzuräumen. Wir haben ja eigentlich nur drei Leute weggeschnatzt. Und haben eigentlich hier nicht gerade viel gemacht, gell? Das könnten wir jetzt nochmal wiederholen hier mit dem Pfeil. Wenn ich nur was sehen könnte. So. Und ich werde so langsam aber sicher warm mit dem Bogen. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Okay. Ja, mein Tag droht. Oder ruft. Aber jetzt nochmal ausweichen. Warte. Moment. Warte, ist ausweichen. Mist. Nein. Ich habe keine. Ich muss mir nochmal schauen, wie man ausweicht. Ups. Wie weicht man nochmal aus? Oder wie hält man überhaupt den Schild? Okay, so schlägt mehr und dann schlägt mehr fester. Ich lerne noch. Ich lerne noch. Ich habe immer noch nicht so eine gute Vorstellung vom Gamepad. Aber ich hoffe, dass alles richtig gut funktioniert ist mit dem Game. Es sieht zumindest mal so aus. Oh, da können wir was nehmen. Okay. Hauptpfeile. Da müssen wir, glaube ich, rein, gell? Die Tür war ja da drin verschlossen. Sie wurde wohl verriegelt. Können wir da nicht hoch? Nein, das will ich. Was siehst du? Es tut mir leid. Stimmt, wir können da hinten durchs Fenster rein. Jupp. Ja. Tanzen wir schön rum. Ja, alles klar. Cool, dass wir auch auf Bäume können. So, hallo. Okay, hier waren wir ja vorhin, wo der Encoder überlastet ist. Ich hatte halt so ein paar kleine Probleme hier mit OBS. Ich hoffe, dass dann alles so weitestgehend funktioniert und passt. Ich werde eine Sache machen. Und zwar werde ich wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt schneller rede, ich möchte mehr Informationen in kurzer Zeit irgendwie zu euch bekommen. Keine Ahnung, dann werde ich immer schneller beim Reden. So, langsam werden. Ich werde höchstwahrscheinlich, nein, Mädchen, zu Weihnachten mir wahrscheinlich einen neuen Prozessor wünschen, neues Board und so weiter, dass ich den PC upgraden kann. Dann sollte es auch, glaube ich, hoffentlich in der Zukunft besser werden, weil die Grafikkarte ist jetzt nicht die schlechteste. Also, ich habe eine RX 5700 XT. Halt eine von AMD. Und der ist jetzt halt nicht die schlechteste, aber ich hatte halt mit OBS ein paar Probleme. Ich hoffe, dass ich die jetzt behoben habe. Deswegen kann es auch sein, dass die erste Folge und die zweite so ein paar, ja, Grafikprobleme hat. Deswegen tut es mir auch nochmal leid. Beheben kann ich das im Nachhinein leider nicht mehr, aber ich versuche. Ich bin derzeit dabei, das im laufenden Gange zu beheben, dass sowas nicht mehr auftritt. Ist halt auch für mich ein bisschen schade. Wenn ich dann halt aufnehme, wirklich so das Spiel mag, und dann läuft es halt nicht flüssig. Das finde ich halt selber schade. So. Lecker. Werkbank anscheinend.
Ich finde halt auch die Einrichtung richtig geil. Die haben sich da echt Mühe gegeben bei der gesamten Einrichtung. Vom gesamten Game. Sieht halt echt schnicke aus. Da waren wir anscheinend schon. Da waren wir anscheinend noch nicht drin. Da gibt es so viel Essen. War da was? Nee. Finde und rette deine Besatzung. Ich bin... Na. Komplett dabei. Wahrscheinlich können wir da hinten auch nochmal alles freiräumen, oder? Na komm, lass los. Ah, cool. Truhe plündern. 12 Leder. La 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 la. Etwa das. Ich gehe mal lieber ins Haus. Ich... Ich hab Schiss. Musik ertönt. Balken oben ist rot. Das kann oft nichts Gutes bedeuten. Schauen wir uns nochmal in dem Haus hier um. Ist kein Haus. Hier sind die Zelte. Ich glaube, da gibt es auch nichts Besonderes. Wir können aber mal nachschauen. Nee, ich schätze mal, nee. Nichts Besonderes. Gehen wir noch kurz in das Gebäude hier. Ah. Hier können wir abbrechen? Anscheinend gar nicht. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin, gell? Ja, sieht aber auch nicht so aus, als ob hier was drin wäre. Dann schauen wir hier nochmal nach. Ne, das sieht auch leer aus. So, dann würde ich sagen, wir... Wer bist denn du? Hallo. Da stand irgendwas mit R. Da kann man anscheinend nicht rein. Nein, 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 nein. Nein, ja, ja, ja. Bitte gehen Sie da hoch. Dankeschön, bitte Aufstieg. Ich habe ja vorhin irgendwas gehört, dass es hier oben eventuell sogar... Ach geil, mit dem Moos und so. Das sieht schon geil aus. B ist runterklettern. Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Arsch. Sie im Hintergrund. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Thor, gib Ups. Mir Stärke. Ich schick dich direkt zu Hel. Erdziel erfassen. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Vor allem...
gleich so ein... Ach so, X ist ausweichen. Stirb, du niederer Abschaum! Oh, keine Ausdauer mehr. Ausdauer. Verbraucht. Okay, gut. Ab! Ausweichen! Das wird lustig. LB, angreifen, ich drück alles. Gut, das hat anscheinend nicht so gut. Willst du mich letzter Spielstand, weißt du, wann das war? Sind wir jetzt wieder draußen? Nee, Gott sei Dank. Knie nieder, Wolfsmal. Verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe. Stirb, du niederer Abschaum. Na? Ja, ist ja gut. Ganz schön flink mit seinem Hammer da. Ciao. Das war's erstmal. Ups. Oh, ist das geil. Eigentlich nicht, aber die Gewalt hier ist schon... Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin. Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Was hat das zu bedeuten? Müssen wir jetzt ins Licht? Wie kann man schneller rennen? Kann ich. Was ist mit dir? Bringt uns los! Hä? Oh. Ja, natürlich. Sorry. Bitteschön. Vor allem uns. Sind alle Personen da drin? Können wir jetzt ein paar lündern? So, das ist anscheinend das Inventar, gell? Wir haben eine neue Axt. Die hat 46, 54 und so weiter. Okay, die ist natürlich besser. Ganz klare Sache. Ha, endlich mal Kleidung. Nicht dieses Schandzeug, das wir die ganze Zeit anhaben. Ah, wunderschön. Schild. Da könnte man die zweite Axt nehmen, gell? Ich glaube, das Schild haben wir bis jetzt noch
kein einziges Mal benutzt. Also, naja. Nicht so direkt, gell? Gibt's hier noch was? Kann man hier nichts plündern? Bah! Müssen wir reden? Ach so, Vielen Dank. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Ja, dann auf geht's. Nachdem ich die Pfeile mitgenommen habe. Nichts, nichts, alles gut. Hallo? Oh. Ich will nichts sagen, aber jetzt haben wir... So oft drücken wir die auch nicht. Ah, ich glaube, wir sollten... Huch. Nee, warte. Ich verarsche, ich wollte gerade auf die Taste drücken. Ich kann mit dem Controller null spielen. Ich bin über... Was ist denn mit uns passiert? Gut, wir machen mal weiter. Willkommen zum Molle Lords Let's Play. Ich muss wirklich damit noch warm werden. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Sie sind schon... Ja gut, okay. So. Dann gehe ich wieder rein. Die Zeit ist um. Kann ich jetzt nicht? Immerhin sehen wir, wer dann hier reinkommt in die Hütte. So, hier anscheinend Lähm wieder auffüllen. Bringt die Sau zu Fall. Ja, ganz genau. Bringt die Sau um. Schlachtet sie. Ich nicht. Bist du langsam die nächste, gell? Ich weide deine Leiche auf. So, Kammer. Okay, null. Wir brauchen wieder was zum Futtern. Ist ja alles sicher? Ja, fast. Hallo. Tor, führe meine Hand zum Ruhm. So, aufgeräumt. Folget mir zum legendären Chief. Achso, wir haben nur Pfeile. Momentski. Momentski, können wir irgendwie Pfeile wiederherstellen? Köcher ist es doch, oder? X verbessern. Benötigte Materialien. Okay, wir können nichts herstellen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Gut, dann gehen wir halt in Angriff. Ja, egal. Ich töte dich. Du wirst Rabenfutter. Yep, du auch. So, Angriff zum Schiff. Davor aber eventuell noch kurz was knabbern. Bogenschützen. Keine gute Sache.
Ah, vielleicht wechsle ich auch wieder auf die eine Axt. Das war, glaube ich, gefühlt etwas besser. Klar machen die zwei. Au. So, jetzt wieder. Ich würde da ganz gerne durch. So. Macht ihr das? Ja, sehr gut. Müsst aber mit mehr Schwung rein. Leute, gell? Achso, so ist weniger Schlag. Ah, okay. Nein, du gehörst mir. Na, du Sau. So. Erkunden wir mal ganz kurz die Hütte. Vielleicht gibt es hier legendäres Dinge. Nee. Gut, wir gehen wieder raus. Tschüss. Eine Frage. Wo genau sind unsere Leute hin? Ach, da vorne. Da frage ich mich, was machen die ganz genau hier vorne? Geht's da noch weiter in der Stadt? Hallo? Grüezi wohl. Ne, anscheinend nicht. Da geht's nur auf der Mauer entlang. Ne, geht's nicht hin weiter. Da vorne könnte noch irgendwas. Ja, wie. Es gibt hier viel zu viel zu erkunden. Ich wollte mal sagen, wir gehen erstmal zum Schiff. Wir schauen, was da Sache ist. Wir machen das Schiff ein bisschen klar. Machen das Schiff klar. Schiff. Ach so, Führung übernehmen. Segel setzen. Segel setzen. Gut, das hat gut funktioniert. Okay, geil. Wie sieht's da hinten aus? Gut, eine Frage, wo müssen wir nichts hin? Durch Ehre gebundene Segler heim nach Vornberg. Wo ist denn bitte schön Vornberg? Da hätte ich doch jetzt nur ein Navi hier. Müssen wir da hin? Vornberg. Das sieht mir nicht nach Vornberg aus. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, ich habe da diesen einen Entdeckermodus, gell? Da bin ich mir nicht sicher, ob der so schnieke ist. Kann man den nochmal irgendwo ändern? Warte, ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungen. Und zwar in die richtigen Einstellungen. Vielleicht können wir hier sogar irgendwas ändern. Ich möchte mal testen, was das andere ist. Wenn wir jetzt Steuerung oder Gameplay reingehen, gell? Da haben wir ja einen Fotomodus und so weiter und so fort. Da haben wir Schleichen. Lehrling leicht. Assassine Standard. Erkunden. So, Entdecker Standard. Lege den Schwierigkeitsgrad für die Erkundung fest. Mehrere Parameter mit im Zusammenhang mit der Erkundung werden auf verschiedene Herausforderungen abgestimmt. Okay, ist die Frage, wir sind ja hier im Erkundungsmodus, gell? Bedeutet, wir kriegen wahrscheinlich nicht direkt die Hilfe, die wir brauchen, oder nicht genau die Ziele angezeigt, wo wir danach sofort hin müssen. Das ist einerseits schon cool, aber
Andererseits habe ich halt jetzt null Ahnung, wo wir hin müssen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir wurden jetzt so ein bisschen einfach so ins Spiel geschmissen, gell? So einfach segeln nach Vornberg. Keine Ahnung, wohin. Ich würde einfach mal die Insel umrunden, weil da hinten... Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit... Ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße! Meine Fassung gefiel mir besser. Ah, shit. Hat keine Ahnung. Achso, müssen wir ja gar nicht heben, gell? Boot fährt ja von alleine. Ist schon geil hier. Das Wasser ist geil gemacht. Da drüben ist ein Tempel. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir andocken müssen. Segle heim nach Vornberg. Ich weiß ja nicht, wo Vornberg ist. Wir sind ja hier im Entdecker-Erkundungsmodus. Aber ich bin mir... Ich weiß nicht. Valhalla, schön und gut. Aber ich habe das Gefühl... Man ist ja sofort reingeschmissen ins Game. Oh, geil, Wahl. Also, ganz ehrlich, Odyssey, was ich so bisher gesehen habe, da hat man noch so eine Einführung bekommen, so eine kleine Vorgeschichte und so. Aber hier wird man sofort ins Boot rein, ins Boot vor allem auch reingeschmissen. Und generell in die Welt reingeschmissen. Hier, da, hast du. Und fertig. Ja, müssen wir sogar hier hin. Was ist denn los? Eivor! Eivor! Gut, Rückwärtsgang bitte. Dankeschön. Da kann man auch Küstefolgen aktivieren. Dann würde ich doch mal sagen, das machen wir, oder? Y zum Questziel segeln. KI schön und gut, aber ich habe null Ahnung, wo wir hin müssen. Deswegen, ich lasse mal das Boot alleine fahren. Mal schauen, wo wir hin müssen. Vielleicht müssen wir doch zu dem Tempel da hinten hin. Bin ich mal gespannt. Blaue Streifen, geht da hinten lang. Ja, bin ich mal gespannt, wo wir jetzt entlang fahren. Aber ich muss wirklich sagen, bisher ein schnickes Game, PC-Leistung ist okay. Also wenn man jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel einen i7 für die Generation. Schon 7 Jahre alt. Da habe ich mit OBS derzeit ein paar Probleme. Deswegen, wie gesagt, es tut mir leid, wenn das Bild jetzt nicht so top aussieht. Aber ich kann es leider nicht ändern. Das Spiel sieht weiterhin gut aus, aber die Aufnahme bin ich mir halt... gerade nicht so sicher, weil ich ein paar Sachen umgestellt habe, dass die Aufnahme jetzt gut funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Und dann sehen wir weiter. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich demnächst auch umstelle auf diesen anderen Modus, weil der andere Modus hat mir bei Odyssey, ich weiß, immer dieser Vergleich mit Odyssey und Valhalla und lalala, aber ich meine halt, ich habe Assassin's Creed dort zum ersten Mal gesehen und da sieht man halt, oder kriegt man halt die ganzen Sachen besser gezeigt, wie zum Beispiel hier. Sie für mich sühnen. Sühnen zum Beispiel. Man kann zwar die Markierung setzen. Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kiltwies Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen.